Stand by the door. Ah, das stimmt, hier ist noch so eine Senfnote dabei. Ja, die Senf-Ketchup-Note kommt auch raus. Eigentlich ekelhaft, aber... Ist auf einem Pulled-Pork-Burger überhaupt Senf? Hi, hier ist Max und willkommen zurück zu She Sees Red, einem russischen Full-Motion-Video-Thriller, in dem wir ab und zu dämliche Entscheidungen treffen können. Und bisher kann ich die Handlung noch gar nicht so richtig zusammenfassen. Wir haben zwei Zeitebenen. Ja, wir haben einmal, das ist die nähere Vergangenheit, also vor ein, zwei Stunden immer jeweils, wo irgend so ein Kerl irgendwie in einem Keller gefangen gehalten wurde, sich befreit und jetzt sich seinen Weg durch so einen Club bahnt. Dann haben wir die Gegenwart, wo irgendeine krasse Ermittlerin, ja, die keine Hilfe braucht von ihrer blöden Einheit, ja, zusammen mit dem Clubbesitzer und seinen Goons irgendwie der Sache nachspürt und alles immer sofort kapiert. Und irgendwas ist mit Thailand, irgendein Mule, also das ist ja so ein Drogenkurier, also der die Drogen in sich quasi transportiert, ist dann irgendwie ums Leben gekommen. She Sees Red, also ist ja irgendwie, hat was mit Wut und Zorn zu tun. Ja, hat unsere Detective-Dame irgendwie, weswegen sie alleine ermittelt, irgendwie ist sie verwandt mit der oder dem, der, die oder der als Mule irgendwie ums Leben gekommen ist und jetzt will sie die Sache irgendwie aufdecken. Keine Ahnung, wir sind 4 Stunden zuvor, es geht weiter und ich werde währenddessen... Oh, ist doch eine Frau. Also war es korrekt, dass ich es nicht wusste. Ich werde geile Chips essen. Ich gestehe, dass ich ein Faible für eklige Chips habe. Ich habe hier Pulled Pork Burger Flavor. Und ich weiß nicht mal, was der Burgeranteil soll. Pulled Pork Flavor kann ich verstehen, aber Pulled Pork Burger Flavor? Aber schmeckt irgendwie geil. He's not gonna fire. He's buying time. Come to the window and find out for yourself. There's a reason he led us to this office. He needs me to open the safe right here. That's when he will attack. And what's inside? Huh? Stand by the door. Ah, das stimmt. Hier ist noch so eine Senfnote dabei. We'll use like bait. Ja, die Senf-Ketchup-Note kommt auch raus. Eigentlich ekelhaft, aber... Ist auf einem Pulled Pork Burger überhaupt Senf? I did. And I hoped it were true. Jetzt bin ich aber gespannt. He did a good job in Thailand, faking his own death. Okay. Das ist eine Menge Knete. Do you believe he killed all these people just for the cash? Wer würde das nicht tun? Also because of this. See, you have a burn. Diese Statue da hinten ist voll der voll der Kitsch, Alter. It's all this damn junkie's fault, trust me. I gave the stupid bastard a job, but the fucker got high on some shitty stuff. Spilled hot oil on my daughter, right on her back. Aber wir haben doch auch so eine Wunde. Ich erst dachte, es ist vielleicht eine. Das ist ein Würgemal, das wir vielleicht. Es könnte auch eine Bronzwunde gewesen sein. Es war irgendeine Narbe.
What's this? This is what makes people kill each other. Die Lizenz zum Töten und getötet werden. There's more, you'll see. Attack? Ich hab gesagt, wann immer es aggressive Sachen gibt, mach ich's. Okay, ich hatte einen Spitzel mit mir dabei. Das ist ja geil. Okay, war das clever. Ich 20 Jahre zuvor, jetzt geht's voll ab. Okay, bin es ich? So ganz komme ich nicht mehr mit. Wer ist das da? Na, damals hat sie ihren Vater umgebracht. Den Säufer. And all this because of some stupid blue. Ballern die sich jetzt gegenseitig ab, oder was? Okay. Was zur Hölle ist das jetzt? Bisher war es doch relativ unkitschig. Und jetzt kommt das. Okay. Allein für die Szene hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Es war kein Aufwand, aber... Ich habe noch nie so eine übertriebene Szene straight durchgezogen gesehen. Das hat doch... Das ist doch absichtlich komisch. Das war doch mit Absicht auch komisch, oder nicht? Gut, die russische Filmtradition ist irgendwie anders. Macht nicht so ein Geräusch. Aber wir sterben jetzt auch, oder? Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der Film jetzt vorbei ist. Und ich quasi, ich muss es jetzt so spielen, dass ich überlebe und trotzdem ihn dran kriege. Ich bin mir noch nicht sicher. Mal gucken. I can't. Why not? You do it. Wait. Why me? I don't want to. You do it. Was auch immer, dann macht's halt nicht. She's very angry. I won't do it. That's it. You do it. You said you wanted to teach them. Where are you going? Hold on. Hush now. It's okay. You teach them. It's okay. It's okay. Aber von der Produktionsqualität bin ich tatsächlich beeindruckt. It's okay. The end of the first playthrough. Tatsächlich. You have discovered a part of the story, but things could be different. During your second playthrough, make different decisions to change the course of events and reveal new scenes. Machen wir natürlich. Gehen wir mal in eine andere Richtung. Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich die erste Folge einfach direkt da... Okay, aber das, ich konnte nicht wissen, dass es so kurz ist. Okay.
Ich werde für euch logischerweise das überspringen, was ihr schon kennt. Weil alles andere gibt, glaube ich, für euch keinen Sinn. Hm? Okay, wir machen jetzt in diesem Durchgang alles genau anders. Also diesmal beseitigen wir den Kerl. Das dürfte ja eigentlich dafür sorgen, dass unsere Detective-Frau gar nicht erstmal auf die Spur kommen kann, oder? Wow. Brilliant. My phone? The tip was correct. Please call the investigators. Yeah, they should bring more body bags. We'll be needing many. Many more. Was? Wieso? Hm? Das ist doch aber... Ist das take care of the body? Your colleagues will scare my clients. Ach, okay, es soll... They can come through the back door. Es soll so eine Art Suizid sein. Den sie hier vortäuschen wollte. The cameras are in the public area. There's no signal here. Langsam. Help her, please. Please step back. I wouldn't touch him if I were you. You know, withholding evidence is still an offense, right? Es ist aber gar nicht so unähnlich zu dem. Wouldn't it be better to wait for your team all together in my office? Also viele Sachen sind auch sehr ähnlich, ja. If something goes wrong, we'll put all the blame on us. It doesn't make sense. The guard was already dead and posed no threat. Yet the attacker didn't leave just yet. He stayed put to hang the body. I guess he drank too much. Maybe went all Rambo. Yes. No, a drunk man wouldn't tackle him like that. It's far too complicated and it wouldn't make sense. It's a message. Oh. For someone right here. Ach, vielleicht können wir... Weil er hat doch... Dass ihren Bruder in den Suizid getrieben oder irgendwas? Habe ich das vorhin richtig verstanden? Ich bin mir nicht mehr sicher. Alle sind tot, ja? Und... Vielleicht ist das gute Ende, dass er sich umbringt. Ja, weil ihn das schlechte Gewissen einholt. Ja, vielleicht. Just the type that leaves corpses behind. Das ist gar nicht so einfach, oder? Der Kerl ist ja tot. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie das punktierte Ohr mit dem Suizid zu erklären ist. Hm? Okay, also bleiben wir ein bisschen unter dem Radar. Okay, was habe ich vorhin gemacht? Look around. Dann gehen wir diesmal. Upapa, upapa, upapa. Gehen wir diesmal mit unserem Plan durch. Was ist unser Plan eigentlich? Will er wirklich diesen Safe? Oder sie? Where's the restroom?
Can't hear you. Tell me where I can find the restroom. Restroom, okay. See right over there? See the gate? Behind the pink pool. Can you show me? Er ist doch voll laut in so einem Club, das kann er doch nicht gehört haben. Ja, Dutch Angle, wir brauchen noch mehr davon. Ja, das zeigt uns, dass wir so richtig krass drauf sind. Das vorhin war eigentlich gar nicht schlecht, oder? Mit dem Distract. Machen wir jetzt mal Hide, mal gucken. Ich frage mich, ob wir am Ende auch quasi wie so ein Entscheidungsbaum bekommen, wo ich im Prinzip genau da einsteigen kann, wo ich will. Okay, machen wir Hide. Was macht der mit dieser Tür eigentlich? Ich verstehe es immer noch nicht. Ach scheiße, ja, das hätte ich glaube ich wissen müssen. Dieser Club sieht schon ein bisschen komisch aus, ne? Ist das sein Job, das die Birnen auszutauschen? Oh oh. Nein, wir greifen nicht an. Was sollte das auch? Und wir haben uns jetzt weggeschlichen, oder was? Ich liebe das Geräusch von Lederhandschuhen in Nahaufnahme. Dieses geile Knistern. Sie hat echt einen scharfen Blick. Sie sieht sofort alles. Oh, die Birne passt nicht zu den anderen. Lots of broken light bulbs today. Warte, welcher von denen ist auf meiner Seite? Okay. The storage room by the dance floor. Mr. Suhano. Been tipped off. Hey. I was saying, we've been tipped off that a man had been killed in your club. Was die Rückblende wert? Dass da noch eine Birne zu Bruch gegangen ist? Was das wert? Right here, behind his back. Sie kann alles. You surround yourself with amateurs. Sie sollte vielleicht tatsächlich überlegen, es zum Beruf zu machen. Ja, diesmal folgen wir dem Plan. Jemand hat was von einem Hinterhalt gesagt. Und dass es aussehen soll wie ein Unfall. Ich habe einen Plan. Das ist aber so die typische Actionfilmmusik.
Es ist. Hey, Buddy! Do me a favor, hand me the screwdriver. Das kann jetzt echt schief gehen. Aber egal. In Little Hope war es schon so, wenn man da irgendwas verbockt, dann hat das echt Konsequenzen, die 100.000 Jahre andauern. Okay, das war relativ einfach. Dadurch, dass der Film ja eigentlich wahnsinnig kurz ist, ist das irgendwie einfacher zu sagen, okay, ich mache wirklich Bullshit. In der Hoffnung, dass es klappt. Ja, bei Little Hope klappt es ja auch manchmal, wenn man völlig absurdes Zeug macht. Aber wenn es nicht klappt, dann ist es scheiße. Ich erinnere mich, er hatte ein Tattoo auf seinem Nacken. Some sort of Chinese writing, I don't know. Mr. Suhanov, do you know anybody with a tattoo like that? No. I don't. Das Setting gefällt mir. Ich hatte sowas von Max Payne irgendwie. Auch dieses ganze Detective-Dings. Hä, wie hießen die Clubs in Max Payne? Valhalla, ne? Und im zweiten hieß er anders. Valkyrie war die Droge. Alter, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ewig her, dass ich Max Payne 2 gespielt habe. Have no fear, Vladimir. Wir sind auf jeden Fall mal ganz woanders. Das ist cool. Diese geschmacklosen Statuen sind echt der Brüller. Der Typ gefällt mir. Das ist irgendwie Gimli als russischer Clubwächter. Okay, was ist hier passiert? Ein Wasserrohrbruch, aber ein ziemlich gewaltiger. Was ist mit diesem Raum passiert? Ohne Scheiß. Ich meine, sie haben ihn schön gemacht, aber was soll das sein, was hier passiert ist? Muss ja eine Sintflut einen Stock drüber gewesen sein. Ja. Trottel. Ach, so ein Klassiker. Was macht sie da? Ah. Oh oh. Yeah. Okay. Schade, dass es keine Quicktime-Events gibt. Ich würde mich so freuen. Einfach jetzt ein paar sinnlose Tasten zu drücken. Oh oh. Oh, das Feuerzeug. Das gibt ein Fest. Pass auf. Hm? Da ist die Spraydose. Ich stell mir einfach vor, ich würde Quicktime-Events machen. Ah!
Kreis. Dreieck. Jetzt die spontane Entscheidung. Nimm Feuerzeug. Ich glaube, es ist nicht mehr nötig. Okay, das Feuerzeug braucht sie wirklich nicht mehr. Er hat einen grünen Bart. Okay, da konnten wir jetzt wohl nichts machen. Irgendein Opfer musste es ja geben. Ich glaube, ich verhänge meine Wohnung auch mit diesen ganzen Folien. Das sieht immer so geil aus. Ne? Und es gibt immer nachts dann, wenn ein Luftzug kommt, dieses schöne Rascheln. Ne? Ich weiß nicht, wie lange es dauert, wenn man es gescheit spielt, ne? Sonst könnte ich... Also, spiele ich diesen Durchgang jetzt zu Ende? Oder breche ich hier wieder ab? Und mache so eine Art Geschichten aus Tausend und einer Nacht draus? Aber Scheherazade, du hast noch nicht zu Ende erzählt, was mit dem russischen Nachtclubbesitzer passiert ist. Oh. Moment, ist das ein Schwert? The Apartment of Mr. Yuri's Sidekick vor 3 Stunden. Wer stellt sich solche Tannen da rein? Und der, was ist das, Lagerfeuer? Was für eine Wohnung ist das? He's old school, you know. He blows up for every little thing. Du stirbst doch eh. Guck dich doch mal an. Spare, komm. Sind wir mal nett. That's revenge you want. You need a different plan when you find everything. Just bring it. Sind wir nett. Oh, der ist doch so verwundet, der überlebt doch eh nicht. Some of Suhanov's mules. If the goods hit the streets. Es passt irgendwie zum Beat. With a different brand. If the goods hit the streets. We'll punish everyone. We'll punish everyone. You must have gone down the hall. It's the only possible way. Let's go. It's the goods. It's hit the streets. Did you not hear? It's what I said. To find who's killing my men. So we're gonna keep moving. And you're gonna. Oh, jetzt kommt aber Stimmung auf hier. Uh-oh. Irgendwas, jetzt läuft gleich was mächtig schief. Einmal hat es erkannt, dass hier ein Spitzel dabei ist. Oder nicht? Drugs. Who's this? Ah, das ist seine Tochter, Anya. Oder? Jana. Ach, Jana, nicht Anja. Naja, Anagrammnamen sind auch okay. Okay, also ein paar Sachen wiederholen sich. Get rid of cocaine. Ja, get rid of. Weg mit dem Müll! If the goods hit the streets. Und deswegen hittet the goods nicht the streets.
Da ist es wohl. Aufgelöst in Zement. Kann man sich das nicht trotzdem noch reinpfeifen? Kann man sich so Beton-Kokain noch geben? Mach mal, ich glaube, sonst wird die Folge ein bisschen lang. Ist ja egal, wir können ja noch irgendwas im dritten Versuch rumspielen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von She Sees Red. Bye, bye.